Weg müssen wir gehen und da müssen wir jetzt investieren und dann hoffen, dass das nachhaltig ist und dass das dann einfach mehr wird und dass dann in Zukunft genauso es normal ist für ein Mädel in der C-Jugend, in der B-Jugend ein Trikot von Xenia Smits zu kaufen, von Julia Meithoff zu kaufen, von Antje Döll zu kaufen, wie ein Ronaldo-Trikot oder wie es halt im männlichen Bereich ist, also bei uns daheim im Schrank, bei meinem Kleinen, da hängt halt Heimann oder Schiller oder solche Sargosen, also dass das normal wird und dafür musst du jetzt investieren und das muss man probieren und da gehört natürlich, wie bei allem, Erfolg dazu. Wenn der Erfolg nicht da ist, kannst du es nicht vermarkten und trotzdem, glaube ich, lohnt es sich, das zu probieren und ist ja auch so ein bisschen auch noch mit ein Motiv, dass ich gerne mithelfen möchte, das in Deutschland so ein bisschen voranzubringen, zu helfen, dass der weibliche Bereich einfach auch die entsprechende Anerkennung genießt, die er verdient hat. Markus Gaugisch, ich bin Trainer der SG BBM Bietigheim und Nationaltrainer oder Bundestrainer der Frauennationalmannschaft und 48 Jahre alt und ich bin das dritte Jahr jetzt hier in Bietigheim. Sagen wir es mal so, ich habe schon oft gehört, ja, mit diesem Kader ist es doch klar. Da muss ich sagen, ja, dann wäre es ein bisschen einfach. Also das glaube ich, so wie jede Spielerin ihren Beitrag für das Ganze für sich verbuchen kann und weiß, dass ein wichtiger Input ist, genauso bin ich als Trainer oder Freddy als Co-Trainer oder Felix als Athletiktrainer oder die Physiotherapeuten. Das sind alle tragen etwas zu diesem ganzen Ding bei. Und das zu handeln ist nicht so einfach. Also ich glaube schon, dass es das nicht so einfach ist, so eine Mannschaft auch so zu führen, dass es funktioniert. Ja, weil die einzelnen Bedürfnisse sind doch klar. Jeder will. Und das irgendwie zu managen, das ist schon eine Aufgabe, die gelingt mir mal besser, mal weniger gut. Aber ich glaube, das ist ja wie in allen Bereichen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich eher der, mir macht es mehr Spaß in diesen Grundspielen zu agieren. Weil das finde ich, ja, das kann weiterbringen, aber ich habe auch gelernt, dass die Bedürfnisse der Mannschaft eben andere sind. Die wollen eben viel komplex Handball spielen und fühlen sich dann eben sicher, wenn sie viel komplex machen. Und die Mischung zu finden, dass ich befriedigt bin mit meinen Ideen und in den Grundübungen und Grundspielen plus dann 6 gegen 6 und einfach nur zocken lassen, das zusammenzubringen, dafür ist leider der Spielplan zu heftig und wir haben nicht so viel Zeit, um nur in der kleinen Gruppe zu arbeiten. Aber das sind halt so sind die Bedingungen. Seit ich denken kann, will ich zu Olympischen Spielen und zu Weltmeisterschaften. Also war ich so groß. Ich komme aus einer sportbegeisterten Familie und das war schon immer mein Traum, sowas erreichen zu können. Und wenn sich die Chance bietet, dann muss ich die ergreifen, egal wie ambitioniert das Ziel ist. Das interessiert mich nicht. Ich habe dieses Ziel im Kopf und ab nächstem Jahr dann eben nur noch dieses Ziel. Jetzt habe ich die beiden Ziele, aber diese Entscheidung für die Nationalmannschaft war, da muss ich nicht überlegen, weil das ist ja auch so, auf der anderen Seite glaube ich, wenn jetzt eine Spielerin die Möglichkeit hätte, irgendwas zu machen, was ihre Träume so hundertprozentig abbildet, dann wäre ich ja auch nicht sauer, wenn sie gehen würde. Also das gehört eben zum Geschäft.